Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um das Thema Cash Secured Puts. Cash Secured Puts, das hatten wir ja schon ein paar Mal, aber heute gehen wir einer Frage nach, die sich eigentlich im aktuellen Marktumfeld gar nicht stellt. Denn was macht man eigentlich mit diesen Cash Secured Puts, wenn der Markt einbricht? Da wir auf Allzeithoch sind, stellt sich das nicht, aber vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, wenn das denn demnächst mal passieren sollte. Und was man da macht, das schauen wir uns jetzt an. Ein Cash Secured Put, ne? Das ist ja eine der Strategien, die man als Langfristinvestor verfolgen kann, damit man mit Hilfe von Optionen seine Aktien einfach ein bisschen günstiger bekommt. Für alle, die noch nicht so genau wissen, was ist ein Cash Secured Put, hier nochmal ganz kurz erklärt am Flipchart. Und zwar stellt euch folgende Situation vor: Ihr habt eine Aktie, diese Aktie läuft halt und ihr sagt, naja gut, zum aktuellen Preis möchte ich sie nicht kaufen, aber wenn die Aktie ein bisschen zurückkommt, also beispielsweise hier auf dieses Niveau, dann würde ich die Aktie gern kaufen. Der normale, in Anführungszeichen, der normale Investor würde jetzt hier ein Limit legen, würde also sagen, okay, dann kauf eben hier die Aktie per Limit. Und wenn die Aktie natürlich aber weiter steigt, also wenn das hier passiert, so, dann hat er seine Aktie nicht bekommen und hat auch nichts verdient. Der Optionshändler geht eben dagegen her und sagt, okay, ich verkaufe hier einen Put, also ich bin hier Short Put, und dafür bekommt er ja eine Prämie. So, und wenn jetzt das Gleiche passiert wie hier, also wenn die Aktie weiter steigt, naja, dann bekommt er zwar seine Aktien auch nicht, aber er hat ja immerhin dann hier diese Prämie verdient, steht also etwas besser da. Und vor allen Dingen ist noch ein Unterschied zu dem Limit hier, denn wenn man sich überlegt, dass er ja hier Geld bekommt und auch wenn dann also die Aktie hier fällt und er bekommt sie, sie ist dann beim Verfallstag unterhalb oder an diesem Level, dann bekommt er sie ja auch. Eigentlich hat er sie sogar besser bekommen, denn diese Prämie darf er auf jeden Fall behalten und es bedeutet, er kauft eigentlich hier sogar ein Stückchen günstiger. So, und das ist also der klassische Cash Secured Put. Put ist klar, secured, abgesichert, durch was? Durch das Geld, weil du musst natürlich hier das Geld haben, um die Aktie kaufen zu können. Also wenn eben die Aktie $50 kostet, eine Put bezieht sich ja, oder eine Option bezieht sich ja bei den Aktien immer auf 100 Stück, musst du also $5.000 haben in einem Margin-Konto, ungefähr so ein Viertel, also ungefähr vielleicht 1.500, $1.200 oder so. Ne? Okay. Jetzt also die Frage, was macht man denn, wenn der Markt einbricht? Was macht man denn dann mit diesen Cash-Secured-Puts? Und im Grunde genommen stellt sich eigentlich mal zuallererst diese Frage gar nicht, weil eigentlich möchte ich ja sogar, dass die Aktie ein bisschen zurückkommt. Ne? Ich möchte ja, dass die Aktie hier herunterfällt, dass sie etwas zurückkommt, 5%, 10%, was auch immer, damit ich sie dann kaufen kann. Jetzt kann es natürlich aber trotzdem mal die Situation geben, dass man sagt, naja gut, ich hätte die Aktie jetzt auch hier gern in diesem übergeordneten Aufwärtstrend vielleicht 5 oder 10% billiger genommen. Aber jetzt ist etwas passiert, der ganze Markt kippt und vielleicht ist es jetzt so, dass ich sie dann doch erst hier 20 oder 30% tiefer kaufen könnte. Was kann man in so einer Situation dann machen? Und da gibt es im Grunde genommen zwei Wege, die sind relativ simpel. Und die will ich euch einfach mal hier an diesem Beispiel zeigen. Wir nehmen nochmal ein neues Blatt dazu. Und zwar kann man hier natürlich, wie bei allen Optionsstrategien oder bei allem, was man mit Optionen macht, man kann hier wieder rollen. Die Frage ist nur, wo rollt man hin? Fangen wir auch hier wieder an. Wir haben die Aktie, haben hier unseren ersten Put geschrieben. Und jetzt kommt die Aktie runter und wir erwarten eben, dass sie eben nicht hier oder kurz darunter hält, sondern deutlich weiter. Und jetzt gibt es eben Möglichkeit Nummer 1, dass man sagt, naja gut, wenn dieser Put hier jetzt zum Beispiel, das Ganze ist am, die Aktie ist dann mittlerweile genau am Strike der Option, dann könnte man eins machen, nämlich man rollt die Option und zwar am gleichen Strike nach hinten. Das heißt, man rollt eben hier in den nächsten Verfall und wenn das zum Beispiel dann nochmal notwendig ist, räumt man dann in den, wieder in den nächsten Verfall. Dieses Spiel kann man ja im Grunde genommen sehr, sehr lange treiben. Was ist der Vorteil hier davon? Naja, es ist natürlich so, dass man immer wieder mehr Geld für die neu verkaufte Option erhält. Das heißt also, wenn du jetzt hier eine Option, egal was die kostet, wenn du diese Option zurückkaufst und eine neue Option am gleichen Strike verkaufst, plus mit einer längeren Laufzeit, dann hat die natürlich mehr Zeitwert, das heißt, sie wird teurer und damit steigt dieser Punkt, wo du eigentlich hier kaufst, der steht oder beziehungsweise der fällt immer weiter nach unten. Du kriegst jedes Mal ein bisschen mehr Geld,
Ja, und kommst immer ein bisschen weiter runter, sodass du dann, obwohl du hier am Endeffekt, mal angenommen, die Aktie geht hier runter, so, und hier ist dann der Verfall, du kriegst sie hier tatsächlich eingebucht, hast du sie eben dann trotzdem tiefer gekauft, weil du natürlich hier dreimal Prämien bekommen hast. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, das hilft natürlich nicht, wenn die Aktie dann tatsächlich mal wirklich richtig auf Tauchstation geht. Das heißt, wenn die dann vielleicht mal 20-30% nach unten geht, dann wirst du das mit dieser Methode nicht schaffen, deinen Einstiegspreis so weit nach unten zu bekommen. Und deswegen machen viele auch eins, nämlich dass sie die zweite Variante machen. Machen wir einfach, damit man es erkennt, auch in einer anderen Farbe. Also gleiches Spiel, Put geschrieben. So, und wenn jetzt die Aktie hier nach unten kommt, dann rollst du einfach nach unten und hinten in einen tieferen Strike und versuchst ganz einfach ungefähr die Prämie einzunehmen, die du hier hattest. Ne, sodass du aus deinem Optionsgeschäft als solches keinen Verlust erleidest, aber dass du den letztendlichen Kaufpreis immer weiter nach unten drückst. So, das heißt, auch das hier kannst du ja mehrmals machen und hast dann einfach den Vorteil, dass wenn du dann doch irgendwo die Aktie hier eingebucht bekommst, bekommst du sie eben zu einem deutlich niedrigeren Strike. Was hat das jetzt wieder für einen, der Vorteil ist klar, niedriger Strike, was hat das natürlich für einen Nachteil? Der Nachteil ist natürlich, dass du gerade wenn du hier am Anfang langlaufende Puts verkauft hast, ne, es gibt ja viele, die sagen, ich mache Cash-Secured Puts vielleicht schon mit 90 oder 120 Tagen Restlaufzeit, dass es dann immer schwerer wird zu rollen, weil es vielleicht dann da hinten gar keine liquiden Optionen mehr gibt, weil du dann vielleicht schon die sogenannten Leaps-Optionen rollen musst, die dann ja Restlaufzeit haben und weil du natürlich dann auch ein ganz spezielles Problem hast, nämlich es kann dir Folgendes passieren, dass die Aktie wirklich hier auf Tank- oder auf Tauchstation geht und dann aber wieder nach oben läuft und du die Aktie unter Umständen gar nicht mehr bekommst. Und das möchtest du ja eigentlich bei einem Cash-Secured-Put vermeiden. Du möchtest sie ja bekommen. Ne? Deswegen mein Tipp, wenn ihr diese Variante machen wollt, startet mit nicht zu langen Laufzeiten. Also ich mache das zum Beispiel auch so. Ich verkaufe viele Aktien in meinem Depot permanent Cash-Secured-Puts und sage, okay, ich nehme sie. Wenn ich dann aber doch mal eine Situation habe, wo ich sage, ich will rollen, dann rolle ich einfach in einer kürzeren Laufzeit ein bisschen weiter nach hinten und bin dann eben viel, viel flexibler. Bei der Variante hier oben ist eben der Vorteil, du bekommst, angenommen die Aktie geht eben wirklich runter, du bekommst sie eben definitiv, aber du bekommst sie vielleicht zu einem etwas höheren Strike. Und deswegen kann man auch nicht sagen, was ist jetzt besser, die Methode 1 oder 2. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, das muss man einfach für sich persönlich abwägen. Ich tendiere meistens zu dieser Variante, habe aber auch schon Trades gemacht hier mit dem Verschieben am gleichen Strike, um da einfach mehr Prämien einzunehmen. Ne? Schaut euch das einfach im Vorfeld mal an, weil wichtig in so einer Situation ist natürlich immer, dass ihr, wenn es soweit kommt oder wenn sowas passiert, dass ihr dann nicht erst überlegen müsst, was mache ich denn? Sondern überlegt euch immer schon, wenn ihr einen Cash-Secured-Put aufsetzt, angenommen, es entwickelt sich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, was ist dann meine nächste Aktion? Ne? Viele stehen dann immer da, die Position ist irgendwie minus, sagen, was mache ich denn jetzt? Und überlegen dann, dann ist aber zu spät. Also bevor das Kind in den Brunnen fällt, immer wissen, wie holt ihr es da wieder raus. Okay, das war's. Wenn ihr wieder Fragen habt zum Optionshandel, zu speziellen Themen, dann schreibt mir das Ganze hier in die Kommentare. Ihr könnt es auch in die Facebook-Gruppe schreiben, wie auch immer. Und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.